Im heutigen Video möchte ich euch meine Investitionen aus dem Monat Januar 2020 zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir anfangen, möchte ich mich einmal recht herzlich bedanken. Ich habe nämlich jetzt gerade, wo ich das Video aufnehmen wollte, die 1000 Abonnenten geknackt und da freue ich mich wirklich ultimativ drüber. Das ist für mich auf jeden Fall eine Riesenzahl und boah, ist für mich echt eine Ehre, jetzt vierstellig zu sein. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Motiviert mich auf jeden Fall, immer weiterzumachen und auch die Qualität der Videos deutlich zu erhöhen. Wie ihr jetzt gerade vielleicht am Intro schon gesehen habt, habe ich mir eine neue Kamera gekauft, eine neue Webcam. Das ist eine Logitech Brio, für den es interessiert, und theoretisch können sie auch 4K aufnehmen. Aber leider habe ich noch keinen 4K-Monitor. Danke nochmal auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut. So, jetzt wollen wir aber direkt ins Video starten. Und es geht heute um die Investitionen aus dem Januar 2020. Wichtig. Und wir schauen direkt mal rein. Wir wollen gar nicht lange fackeln. Ich habe hier schon wieder eine ganz normale Statistik, die ihr jeden Monat von mir kennt. Ich mache mal einmal hier kurz die Kamera weg. So, und ihr seht, ich habe in diesem Monat investiert. Meine ganz normalen Sparpläne, das war wieder VW, Coca-Cola, Visa, Walt Disney, Starbucks, Carl Zeiss, Meditec, Microsoft, Procter & Gamble mit jeweils 60 Euro. Das ist ja immer so ein bisschen auf und ab gerundet. Das hier geht alles bei der Comdirect. Und dann habe ich noch natürlich auch wieder meine ETFs bespart. Und das habe ich natürlich wieder gemacht bei Trade Republic. Und das waren einmal der MSCI World, Emerging Markets, Developed Markets, Property Yield und neu dabei der Edge MSCI World Momentum. Den habe ich ja jetzt im Januar das erste Mal auch gekauft. Da gab es ja auch mal ein Video zu. Ich verlinke das hier oben nochmal in der Videobeschreibung, wenn du das noch nicht gesehen hast. Und auch ein Einzelkauf gab es nochmal. Warte, habe ich nochmal nachgekauft. Das habe ich ja im Dezember auch schon mal eine Tranche gekauft. Und jetzt auch im Januar nochmal eine Tranche nochmal nachgekauft. Auch hier habe ich ein Video zu gemacht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, verlinke ich das auch nochmal gerne in der Videobeschreibung. Und dann darf natürlich auch der Bitcoin nicht fehlen. Aktuell kommt er ja im Moment wieder ein bisschen nach oben. Und nach wie vor, jeden Monat ist der Bitcoin dabei. Somit komme ich in diesem Monat im Januar auf 1810,82 und möchte damit eigentlich diesen Monat auch nichts mehr kaufen. Wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes kommt, wie jetzt zum Beispiel Warta war, ehrlich gesagt unvorhergesehen. Eigentlich wollte ich in diesem Monat Unilever kaufen, aber dadurch, dass ich aus meiner Sicht jetzt für Warta eine Chance ergeben hat, habe ich hier auf jeden Fall nochmal nachgekauft. Schön, gucken wir uns das Ganze nochmal hier in meiner Tabelle an. Ich habe ja jetzt gesagt, ich werde jetzt hier jeden Monat meine Depotziele 2020 verfolgen. Die Dividendenziele können wir natürlich erst am Ende des Monats bewerten. Jetzt geht es erstmal um die linke Spalte. Und soll war in diesem Monat, ich wollte ja in diesem Jahr 20.000 Euro investieren. Und in diesem Monat bin ich sogar etwas mehr sogar investiert. Wir haben 1.666 Euro wollte ich investieren und ich habe 1.810 investiert. Also bin ich immerhin mit 144,15 Euro im Plus. Das ist nochmal immer das Vorjahr. Da hatte ich im letzten Jahr tatsächlich, weil ich da neu angefangen habe, einmal 6.846 Euro investiert. Also bis jetzt das Jahr auf jeden Fall gut gestartet für mich. Und das Ganze in der Depotaufteilung sieht aktuell so aus. Jetzt hier neu dabei Warta mit einer größeren Position, jetzt aktuell 21 Stück für knapp 2 und damit meine drittgrößte Position. Und hier, ihr seht jetzt hier, langsam bauen sich hier meine neuen iShares ETFs auf. Und natürlich sind die Luxor ETFs und die anderen ETFs nach wie vor noch drin. Die liegen bei der Comdirect und die lasse ich natürlich auch erstmal liegen. Das ist ja erstmal okay. Ansonsten bestandsmäßig kratzt jetzt Microsoft bald hier. Ihr seht es hier, das sind alles Sparpläne hier ab hier. Und der Microsoft kommt jetzt so langsam in die Einzelkaufregion. So langsam, sag ich mal, und dann wird es wirklich richtig spannend und finde ich auf jeden Fall eine coole Entwicklung. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann kennt ihr das Depot, wie das früher mal ausgesehen habt, und das ist auf jeden Fall für mich cool anzusehen, wie sich das so langsam alles so ein bisschen diversifiziert. Und das Ganze nochmal im Diagramm, also aktuell, ihr seht es hier, ich habe jetzt das noch von Q1 2019, vom 01.01.2019 eingeblendet, damit das auch noch ein bisschen spannend bleibt. Hier ist ja jetzt in diesem Jahr noch nicht viel zu sehen. Aktuell habe ich jetzt einen Depotbestand von 25.000 Euro ungefähr. Und ihr seht hier auch die ganz unten hier in diese kleine Türkis, glaube ich, hier, das sind die Kryptos. Und ihr seht hier unten, nein, seht ihr nicht, seht ihr jetzt hier unten, dass die Kryptos hier so langsam nach oben kommen. Ihr seht es hier, da waren es 1500 noch zum Jahreswechsel und es waren auch mal nur 1300 hier und aktuell sind wir schon bei 1859 wieder. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ist ja oft so ein Pump-and-Dump-Spiel. Ich bleibe auf jeden Fall optimistisch und mal schauen, was da noch so kommt.
Dann gucken wir noch einmal die Anlagenkategorien ganz kurz. Das sieht jetzt mittlerweile so aus. Wir haben jetzt 82% Einzelaktien. Uiuiui. Dann natürlich hier Peer-to-Peer kann ich noch nicht rausziehen, weil die in Verzug sind. Da wollte ich mich ja erstmal zurückziehen. Muss ich aber nochmal schauen, wenn ich natürlich auch meine passiven Einkommensziele für das Jahr 2020 erreichen möchte, dann muss ich vielleicht das Ganze nochmal überdenken. Mal gucken. Ja, ETFs sind im Moment bei 9,5 und die Kryptowährungen bei 7,41%. Und also noch nicht die richtige Aufteilung, so wie ich mir die langfristig vorstelle und so wie ich mir die hier auch für dieses Jahr in mein Journal geschrieben habe. Mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Wie gesagt, ich wollte ja auch meine auf Dividendentitel setzen und habe ich ja mit Warta jetzt nicht wirklich gut geschafft in diesem Monat. Aus meiner Sicht war da einfach eine Chance für mich, wo ich da was nur Einstiegszeitpunkt gesehen habe, dadurch noch in die Warta-Aktie noch gut reinkommen. Mal schauen, ob das so schlau war oder nicht. Jetzt habe ich natürlich zwei, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, zwei größere Risikopositionen hier auf 2 und 3 mit Wirecard und Warta. Aber ich bin bei beiden eigentlich sehr positiv gestimmt. Mal schauen, wie das so weitergeht. Bei Wirecard müsste ja der Herr Braun so gegen Ende Januar ungefähr mal ein bisschen schon mal was fürs Jahr 2019 twittern, wie es gelaufen ist und ob sich das Ganze ja positiv entwickelt oder nicht. Mal schauen. Er hat ja jetzt, glaube ich, vor kurzem, also ich glaube heute sogar oder gestern auch so einen Tweet rausgehauen, wo er wieder sehr optimistisch war. Und manchmal reagieren die Börsen da ja sogar drauf. Aber ich denke mal, es bleibt alles fast so, wie es ist. Bis zum März und wenn dann alles sauber gebucht war, dann geht die Aktie meiner Meinung nach buff nach oben und wenn da irgendwas nicht stimmt und auch wenn da nur ein bisschen nicht stimmen sollte, könnte es noch weiter nach unten gehen und das bleibt auf jeden Fall ja sehr spannend, muss ich sagen. Die Shortquote war ja, also ich glaube 18 habe ich heute gelesen, 18% der Wirecard-Aktien sind aktuell verliehen an Shortseller. Mal gucken, wie das so weitergeht. Trotzdem ist der Kurs ja aktuell stabil. Also sehe ich da eigentlich, im Moment ist das ja ein Gleichgewicht so ein bisschen von Bullen und Bären und mal schauen, wie es da so weitergeht. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr von meinen Zukäufen haltet. Habt ihr bei Warta auch zugegriffen? Was habt ihr in diesem Monat noch Spezielles gekauft? Schreibt das mal in die Kommentare und schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie ihr die neue Cam findet. Das war jetzt gerade am Anfang, im Intro habe ich das mal als Vollbild mitgemacht. Das war jetzt 1080p. Und ein bisschen rangezoomt, weil man sonst irgendwie das ganze Zimmer hier sieht und ich so ganz klein bin im Hintergrund. Ja, wenn ich jetzt natürlich einen besseren Monitor mir irgendwann nochmal anschaffe, dann könnten wir theoretisch auch in 4K die Aufnahmen machen. Und das finde ich schon sehr cool. Da habe ich mir auf jeden Fall einen kleinen Wunsch erfüllt und da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.